Herzlich willkommen zum Eco-Talk. Schön sind Sie heute mit dabei. Ja, der Detailhandel ist mitten im Weihnachtsverkauf. Das ist bekanntlich die wichtigste Zeit für den Detailhandel im Jahr. Und mitten drin platzt da der Skandal um die österreichische Immobilien- und Kaufhäuserbesitzer René Benko, der gerade in Deutschland, aber auch über Globus in der Schweizer Innenstadt Lagen besitzt. Kann man künftig überhaupt noch in einer Innenstadt ein Warenhaus betreiben? Oder sind Warenhäuser einfach out? Ist die Zeit vorbei? Denn im nächsten Jahr verschwindet in Zürich ja auch das bekannte Warenhaus Jelmoli. Profitieren Shoppingcenter am Rand der Stadt? Oder kauft man künftig einfach alles nur noch online ein? Und was passiert dann eigentlich mit der Innenstadt? Und dann gibt es ja jetzt auch noch einen Vorschlag vom SECO, wo der Sonntagsverkauf 52 Mal im Jahr zulassen in der Innenstadt für Touristen. Ist das ein Vorschlag, der gut ist oder eben dann doch nicht so gut? Das werden wir diskutieren heute mit meinen beiden Gästen, die da sind. Der Roland Christen, er ist Chef von Loeb in Bern, das Warenhaus, bekannt. Aber nicht nur in Bern, sondern auch in Thun und in Biel. Und dann der Jan Eckert, er ist Schweizchef von Jones Lang LaSalle, JLL. Das ist eines der weltweit grössten Immobilienberatungsunternehmen. Aber er ist nicht nur für die Schweiz zuständig, auch noch für Deutschland und Österreich. Ja. Zuerst einmal die Frage, haben Sie Ihre Weihnachtsgeschenke schon gekauft? Leider noch nicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber ich habe noch zwei Wochen Zeit. Und wenn Sie sie kaufen, ist es dann, dass Sie ins Warenhaus gehen oder eher online? Also wir gehen auch ins Warenhaus oder in die Innenstadt, aber auch ein Teil online. Bei Ihnen, Herr Christen, muss ich nicht fragen, wo Sie einkaufen. Das ist klar im Warenhaus. Aber doch gibt es ab und zu doch Sachen, die Sie auch online kaufen. Oder wo Sie ins Shoppingcenter gehen. Ich kaufe konsequent alles im Warenhaus. Ich bin ein Nostalgiker. Sie lieben ein Nostalgiker und bleiben beim Warenhaus. Noch die Frage, wie viel geben Sie aus? Würden Sie jetzt sagen, Sie geben mehr aus als letztes Jahr? Ah, das ist etwa immer gleich, unser Budget für Weihnachten. Wie es letztes Jahr hat es geheißen, es hat so eine Umfrage gegeben und da haben die Leute gesagt, so pro Person erwachsene etwa 343 Franken. Eckert, kommt das jemand an? Sind Sie da drüber oder drunter? Ich glaube, ich bin drüber. Aber gefühlt habe ich auch, ich kaufe etwa gleich viel, aber es ist teurer geworden. Eben, es ist teurer geworden, man kommt ein bisschen weniger rüber dieses Jahr von dort her. Und das haben wir jetzt gerade mal die Leute fragen auf der Straße, Konsumentinnen und Konsumenten. Wie weit sind sie mit ihren Vorbereitungen für die Weihnachtssachen Geschenke? Und wie viel geben sie aus in diesem Jahr für Weihnachtsgeschenke? Hast du die Weihnachtsgeschenke schon eingekauft? Nein, noch nicht. Ich sollte noch das eine oder andere besorgen. Ja, ich mache das während dem Jahr immer, wenn ich etwas Passendes sehe, was zu jemandem würde passen, dann nehme ich das gerade. Teilweise. Also eher noch die Listen durchzuarbeiten von den Kindern, aber ja, bin dran. Und schauen Sie dieses Jahr mehr auf den Preis? Nein, nein, nein. Nein, eigentlich nicht. Meine Menschen, die ich gerne beschenken, ist kein Budget daran verbunden. Ja, weil wir in der Familie wichteln und dann haben wir ein Budgetlimit. Also, das ist nicht schlecht als Student. Die Wünsche meiner Kinder, die sind gross und sie werden nicht alle erfüllt. Sie sind zum Teil auch unverschämt. Ich schaue eher auf Budget. Ja, weil Geld ist wichtig. Man muss, auch wenn es so ein Event ist wie Weihnachten, so muss man trotzdem irgendwie sparen können. Man muss also sparen können, heisst es da jetzt bei den Jungen da. Christian, sagen Sie uns, wie gut läuft jetzt das Weihnachtsgeschäft dem Jahr 2023? Man muss sehen, wir haben jetzt 9 offene Verkaufstage im Dezember. Wir sind im Moment noch ganz knapp unter dem Vorjahr. Wir haben ein sehr starkes Vorjahr im Dezember. Wie ich so schön auch sage, abgerechnet wie Ende Jahr. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das Vorjahr noch übertreffen. Wir hatten gestern den ersten Sonntagsverkauf in Bern und wir hatten unglaublich hohe Frequenzen. Also das Bedürfnis nach Bummeln, nach... Aber die Frage ist, sind die Frequenzen gross oder kaufen sie dann auch etwas? Ja, es war gestern jetzt ehrlicherweise hohe Frequenzen gesehen und wir haben sagen wir, mehrheitlich kleinere Sachen verkauft. Man hat ja schon so einen gewissen Indikator gehabt an dem bekannten Black Friday. Der ist etwa gleich gut gelaufen wie das letzte Jahr, leicht drüber, aber eben nur leicht. Also haben wir da so ein bisschen eine Stagnation im Geschäft im Moment? Ja, also wenn ich es kumuliert anschaue per Ende November, und dort ist der Black Friday bereits inkludiert natürlich, liegen wir
ganz knapp über Vorjahr. Und wir haben, wie gesagt, ein sehr starkes Vorjahr gehabt. Also wir sind bis Ende November. Und wieso ist das Vorjahr eigentlich so gut? Ist das der Nachholeffekt Corona? Alle haben wieder wollen, so ein in die Warenhäuser, wieder Live-Präsenz. Ja, ganz genau. Also ich vermute, es war ein Nachholbedarf, vor allem im Fashion-Bereich. Wir hatten unglaublich ein gutes Fashion-Jahr gehabt, aber auch im Haushaltbereich, wo halt immer noch gewisser Nachholbedarf da ist, haben wir sehr gut geschafft. Also, Jetzt ist interessant, wir werden es dann nachher auch noch sehen, dass auch der Online-Verkauf so ein bisschen schwächelt. Woran liegt das, würden Sie sagen? Ich glaube, wir haben mit der Covid-Zeit das Maximum Test vom Online. Und gleichzeitig hat ganz offensichtlich den Leuten auch der direkte Kontakt und das direkte Shopping gefehlt. Mhm. Das sieht man ja eigentlich jetzt. Und übrigens nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr durch bei der grossen High Street, bei der grossen Einkäufe. Und Sie haben vorhin gesagt, man kommt weniger rüber fürs Geld. Ist das eine Gefahr, die Sie jetzt sehen, auch im nächsten Jahr, wenn man ein bisschen vorausschaut? Wir haben jetzt eine Situation, wo wir sehen, ab dem 1. Januar da steigen die Krankenkassenprämien, der Strom wird teurer, dann haben wir Mehrwertsteuer, die ansteigt, dann Mietpreiserhöhungen kündigen sich auf den nächsten Frühling. Also nimmt die Konsumfreude, die Konsumlust nimmt die ab? Ja, das würde ich so nicht sagen. Wir haben durch unser spezielles Kundenprogramm, wo der Kunde eigentlich immer profitieren kann, haben wir eigentlich immer sehr gute Nachfrage. Und also da die Ängste teile ich gar nicht. Also der Konsumfreude ist noch da, vor allem jetzt da, ja. Noch in diesem Jahr, noch, da, ja. Vor Weihnachten. Wir schauen uns noch mal schnell an, wie sich die einzelnen Kanäle im Detailhandel machen. Also wir haben jetzt über Online schon ein bisschen geredet, wir haben über das Warenhaus geredet. Wie sieht die Verteilung aus? Wo ist der Gesamtumsatz eigentlich im Detailhandel? Das schauen wir uns in der Grafik an. Im letzten Jahr lagen die Umsätze der Schweizer Detailhändler im sogenannten Non-Food-Bereich bei 58,4 Milliarden Franken. Ein großer Teil davon entfiel auf Kleider, Möbel, Computer, Sportartikel und Bau- und Hobbyartikel. Seit 2010 sind die Umsätze kaum noch gewachsen. Konflikte und Krisen dämpfen die Einkaufslust. Und die Teuerung knabbert am Budget. Das bekommen auch die Warenhäuser von Jelmoli, Globus, Manor, Löb und Coop City zu spüren. 2010 führten diese 124 Häuser in der Schweiz. 2022 waren es noch 103. Ein Minus von 17%. Vor allem die Online-Konkurrenz setzt den Konsumtempeln zu. Aktuell liegt der Online-Anteil im Non-Food-Bereich bei 17,8%. Nach einem jahrelangen Wachstum war der Anteil 2022 allerdings zum ersten Mal rückläufig. Der Schub durch die Corona-Pandemie in den Jahren davor ist verflogen. Also auch der Online-Verkauf schwächelt ein bisschen. Triumphieren Sie da jetzt und sagen «Back to the roots», zurück zum Warenhaus? Ja, ich glaube, es wird sich wie auf einem guten Niveau einpendeln, also stationär versus Onlinehandel. Und in den Warenhäusern müssen wir einfach einen guten Job machen, dass wir spannend bleiben für unsere Kundschaft, dass wir die Frequenz auch in Zukunft können. Aber da muss man sich schon einiges einfallen lassen. Man muss sich sehr etwas einfallen. Also einfach nur noch Ware ausstellen, ein Produkt verkaufen, das reicht nicht mehr. Wir setzen sehr auf Entertainment. Wir wollen unsere Leute entertainen, unsere Kunden, dass sie möglichst lange bei uns bleiben. Und die Ware, ich sage immer, die Ware wird fast ein zur Nebensache. Sie sollen bei uns bespaßt werden. Und es ist ein Event, muss es geben. Es muss ein Event sein. So springt man die Leute nicht an. Ja. Es gibt auch die Leute, die sagen, ja, heute ist das neue Warenhaus einfach online. Weil dann kriegst du auf einen Blick einfach alles. Alles, die Warenhäuser können nicht alles im Lager haben, aber online kommst du alles über. Würden Sie das auch so sehen? Nein, also ein gutes Warenhaus, das richtig kuratiert ist, inspiriert natürlich auch Käufer. Und sehr oft weiss man ja nicht immer in allen Details, was man braucht. Also zumindest mir geht es so, dass ich auch gerne mal schnuppern gehe und einmal durch die verschiedenen Stockwerke laufe. Und dann werde ich eigentlich ein bisschen inspiriert und komme auf Ideen und, oder etwas gefällt mir. Ich glaube, das wird so nicht eins zu eins im Online, sondern im Online muss ich relativ genau wissen, was ich brauche und was ich haben will. Also das Entertainment, das fehlt eindeutig. Und dass man unter Menschen sein will, eben daheim einfach vor dem Computer ist mehr so allein, ist das auch ein Bedürfnis, dass die Leute wollen, neu mit hingehen wollen, wo sie eben auch Leute hat oder noch mehr Leute hat und Leute sind? Das ist genau der Schlüssel. Ich meine, ein Warenhaus ist ein magischer Ort. Und das Warenhaus ist
immer schon ein Treffpunkt von der Gesellschaft. Man trifft sich, man macht ab im Warenhaus, bei uns speziell beim Löbecken zu Bern. Genau, das ist ja ein Treffpunkt. Das ist ein Treffpunkt eigentlich, nach wie vor. Und ich glaube, es hat nichts von diesem Glanz verloren. Und das Warenhaus wird ja so oft schon dort gesagt. Und wir erleben eigentlich das Gegenteil. Also. Okay, dann schauen wir, das schauen wir uns gerade an. Ich habe Sie noch schnell gefragt, Sie haben jetzt so einen neuen Vorschlag. Weil einen Absatzkanal haben wir jetzt gar noch nicht genannt, nämlich den Einkaufstourismus. Also sehr viele Leute gehen auf Deutschland zum Beispiel einkaufen, auf Österreich einkaufen. Und jetzt gibt es so eine neue Idee von der Finanzministerin Karin Keller-Sutter, auf Druck auch vom Detailhandel. Da will man jetzt, dass man im Ausland pro Person pro Tag nur noch für 150 Franken kann quasi zollfrei einkaufen. Und bis jetzt war das bei 300 Franken, also eine Halbierung, damit die Leute schön in der Schweiz bleiben und nicht nach Deutschland oder Österreich gehen, einkaufen. Was halten Sie als Konsument von dem Plan? Also für mich gehen die Vorschriften sind viel zu kleinteilig und sie zeigen auch nur gerade eine Phase. Im Moment ist der Schweizer Franken sehr stark bzw. der Euro schwach. Mhm. Und selbstverständlich habe ich eine höhere Kaufkraft ab der Grenze. Das lohnt sich eben dann mehr? Ja, aber ich glaube, die Grenzorte, die haben schon seit langer Zeit leben die mit diesen Schwankungen. Also, ich meine, wir kennen das noch von den alten Tankstellen vor dem Zoll. Auf der einen Seite leer und auf der anderen Seite ist man Schlange gestanden. Mhm. Also, aber ich glaube nicht, dass das jetzt noch zusätzlich reguliert werden muss. Ein untauglicher Vorschlag. Ja, also ich würde. Ja. Aber kommt eigentlich aus dem Detailhandel? Wie sieht es Löb? Also ich schließe mit der Meinung an, also das muss man nicht regulieren. Braucht es nicht, weil viele Leute sagen, das gibt auch einen Wettbewerbsdruck, oder? Das zwingt sie auch, mit den Preisen ein bisschen vorsichtig zu sein, weil die Leute könnten ihn abrasen, wenn sie dann zu sehr übermarken. Und man hat ja manchmal das Gefühl, dass gewisse gerade ausländische grosse Konzerne also ein bisschen die Schweizer Kaufkraft sehr stark abschöpfen, man könnte auch sagen abzocken, und die Preise in der Schweiz wirklich sehr viel höher machen, als eigentlich wirklich eine Berechtigung ist. Ein gewisser Aufschlag ist sicher berechtigt, aber manchmal ist es ein bisschen too much. Ich würde sagen, diejenigen, die ins Ausland einkaufen wollen, die werden das machen, auch wenn man das neu regulieren würde. Also, ich bin da wirklich persönlich dagegen, dass man das regulieren. Jetzt haben wir gesagt, Warenhaus, haben Sie gesagt, wird es immer geben. Jetzt sehen wir ja in Zürich, dass Warenhäuser gerade so verschwinden. Jetzt dann das nächste Jahr, auch am Ende nächstes Jahr, Jelmoli. Ist das jetzt nach Ihrer Ansicht, Sie sind ja Immobilienexperte, ist das jetzt tragisch oder ist das einfach der natürliche Lauf der Dinge? Offensichtlich funktioniert das Warenhauskonzept nicht mehr so, wir haben online, also verschwindet es. Also als Stadtsucher finde ich es schade. Mhm. Als Immobilienexperte ist es der Lauf der Dinge. Ich glaube, die High Street, also die Einkaufsstraße mit ihren Warenhäusern müssen sich permanent eigentlich wandeln. Das, was du gesagt hast vorher. Die müssen sich immer wieder neu erfinden, müssen kuratiert werden. Und das ist übrigens eine Disziplin, die es nicht so oft gibt. Und es ist auch eine Kunst, die seltener wird und viel Know-how und viel Analysen und Erfahrung braucht. Und ich glaube, das ist essentiell wichtig für das Warenhaus. Aber es gilt eigentlich für die gesamte Einkaufsstraße, für die gesamten Innenstädte. Die müssen flexibel und damit attraktiv bleiben. Ich glaube, der Schwanengesang, dass die Innenstädte aussterben, zumindest für die grossen Städte, kann ich so nicht unterschreiben. Mhm. Es gehört dazu, dass es dort immer wieder Veränderungen gibt. Auch die verschiedenen Marken, die verschiedenen Produkte. Mal sind sie Hype, mal sind sie Flop. Mhm. Und da schauen wir gerade noch, wie sich das in der Innenstadt entwickelt. Aber schauen wir uns die Entwicklung mal noch anhand der Zürcher Bahnhofstrasse. Da verändert sich sehr viel oder hat sich in der letzten Zeit viel verändert. Drei Beispiele dazu haben wir zusammengestellt. Bahnhofstrasse Zürich. Die Lichter leuchten, das Weihnachtsbusiness brummt. Doch die Einkaufsmeile ist im Umbruch. Jüngstes Beispiel Globus. Über die Zukunft des Luxuswarenhauses wird heftig diskutiert. Die Mitbesitzerin Signa Holding rund um René Benko ist pleite gegangen. Die Geschäfte von Globus seien nicht betroffen, betonen die Verantwortlichen. Möglich wäre, dass die Mitbesitzerin, die thailändische Central Group, einspringt und den Anteil an den Globus-Kaufhäusern erhöht. Ganz anders sieht es bei Jelmoli aus. Das Traditionshaus schließt in einem Jahr seine Ladentüren. Der Grund? Man habe es nicht geschafft, im Gebäude profitabel zu geschäften, so die Immobilienbesitzerin.
Wir sind jetzt seit 7 Jahren sind wir negativ. Und wir haben eigentlich sehr viel probiert. Aber wir sehen einfach, dass das Kundenverhalten sich seit der Pandemie noch einmal verändert hat. Und dass ein Warenhaus in dieser Grösse, in der Grösse von der Stadt wie Zürich, einfach nicht mehr so bestehen kann. Swiss Prime Site will nun über 100 Millionen Franken in den Umbau investieren. Das Ziel? Weniger Shopping, mehr Büros, Gastronomie und Fitness. Bereits ausgezogen aus der Bahnhofstraße ist Manor. Anfang 2020 hat der Konzern seine Filiale an der Bahnhofstraße aufgegeben. Dies nach Rechtsstreitigkeiten mit Swiss Life. Die Besitzerin wollte die jährliche Miete von 6 auf 19 Millionen Franken erhöhen. Und es liegt einfach daran, dass der bestehende Mietvertrag, der schon sehr alt ist, einfach einen viel, viel zu tiefen Mietzins verlangt hat. Und das, was man jetzt verlangt, ist absolut marktgerecht. Mittlerweile hat Swiss Life das Gebäude umgebaut und dabei auf ein neues Konzept gesetzt. Auch hier gibt es im Erdgeschoss weiterhin Ladenflächen. In den oberen Stockwerken entstehen Büros. Weniger Ladenfläche, mehr Profit. Geht diese Strategie der Immobilienbesitzer auf? Hecker, jetzt können wir natürlich sagen, die Immobilienbesitzer sind schuld. Oder? Die verdrängen die Warenhäuser aus der Innenstadt einfach wegen des Profites. Ja und nein. Natürlich ist ihr Auftrag, das Vermögen, das sie von Investoren, Aktionären bekommen, ich sage es mal so, optimal und so gut. Und bei Swiss Life ist es dann auch noch unser Pensionskassengeld zum Beispiel? Genau, und das ist übrigens, das Pensionsgeld sitzt auch bei den grossen Börsenkotierten, weil unsere Pensionskassen auch dort investiert sind. Jetzt ist einfach die Frage, wie weit und welche Alternativen habe ich? Lange Zeit war es eben so, dass Büromieten oder andere Nutzungen nicht die gleichen Renditen und nicht die gleiche Miete können abwerfen konnten. In den letzten Jahren ist aber sehr viel passiert. Es sind sehr viele Verschiebungen. Die Innenstädte sind noch mal deutlich attraktiver geworden, auch für Büro. Nicht nur für Wohnen, aber auch für Büros. Und das hat, ich sage es mal so, zu einem Fenster von Opportunitäten geführt, wo man gesehen hat, dass allenfalls kann man mit der einen oder anderen Investition, mit der einen oder anderen Umnutzung da eigentlich wieder. Also das heisst, mit Büro kann man mehr verdienen als jetzt mit Warenhausfläche? Mit einem Büro ist man ein bisschen weniger ausgesetzt, operativer Geschick. Aber man darf nicht ganz vergessen, etwa vor 10 Jahren war auch in der Innenstadt Zürich die Frage, was passiert mit den Büroflächen. Eben, da hat es immer geheißen, wir gehen jetzt raus, wir wollen genau zusammenhängende Büroflächen, grosse Flächen, wir gehen raus aus der Stadt. Ja. Die Stadt ist nicht mehr attraktiv. Jetzt wollen wieder alle ein Büro haben an der Bahnhofstrasse. Jetzt mit Homeoffice und mit der neuen Attraktivität, die man schaffen muss für Büros, zahlt man auch offensichtlich gerne auch mehr für die weniger Fläche, aber die muss besser sein. Und wer muss denn eigentlich ein Büro an der Bahnhofstrasse haben? Also ich meine, das ist ja nicht unbedingt, also ein Büro könnte ja irgendwo sein oder sogar daheim, also heutzutage als Homeoffice. Wieso braucht man denn ein Büro an der Bahnhofstrasse? Weil man genau dort arbeiten will, wo auch viel passiert, wo viel los ist, wo Restaurants sind, wo Leute sind, wo man Leute treffen kann. Und natürlich Bahnhofstrasse und auch dort, wo der Manor war, ich meine, das ist ja 1A. Lag, um mit dem öffentlichen Verkehr von überall eigentlich dort. Aber damit man gerne dort ist, muss ja die Umgebung wirklich belebt und attraktiv bleiben. Ja. Aber gerade die Tendenz zu Büro könnte dazu führen, dass es eben nicht mehr attraktiv ist. Es ist nicht Büro allein, sondern darum hat man ja auch die sogenannten Amenities, also Fitness, alle Arten von Entertainment, natürlich Gastronomie und auch das Detailhandelsformat, wo in diesen Erdgeschoss neu konzipiert wird, ist es anders als eben, die Idee ist, wir machen im Erdgeschoss noch ein paar Geschäfte, vielleicht noch gerade im ersten Stock und darüber raus Büro. Genau. Und das rendiert jedenfalls besser als ein ganzes Warenhaus. Ja, weil Warenhäuser natürlich noch in der oberen Geschoss an Umsatz abnehmen und Miete ist immer irgendwo eine Funktion vom Umsatz, wo man kann erzielen kann. Und irgendwann mal gibt es Schnittmengen. Entweder über Wohnen, Hotels oder eben Büros. Aber jetzt wollen wir natürlich wissen, wie das überhaupt noch mit dem Löb funktioniert. Also müssen wir auch Angst haben um den Löb, dass der irgendwie in 2-3 Jahren auch nicht mehr dort ist? Auf und eben der zentrale Treffpunkt in Bern, dass er plötzlich nicht mehr der Löb-Treffpunkt ist, sondern irgendeine anonyme Bürogemeinschaft. Auf keinen Fall. Das wird nicht passieren. Und wie schaffen Sie das? Wir schaffen das, indem wir uns immer wieder neu erfinden. Wir fahren eine Platzhirsch-Strategie. Wir wollen die Besten sein vom Platz Bern, die Besten in Thun und in Biel.
Wir setzen sehr auf Beratung. Das ist heute auch nicht mehr selbstverständlich. Also bei uns wird man wirklich noch beratet. Und wir fahren eine Strategie vom Wunscherfüller und Problemlöser. Aber was Sie jetzt nicht gesagt haben, was vielleicht noch viel wichtiger oder vielleicht das Wichtigste ist, dass Sie die Immobilie selber besitzen. Ist das das Geheimnis vom Erfolg? Wenn man das nicht selber besitzt, dann kann man es eigentlich nicht mehr machen, weil man dann vom Besitzer irgendwann mal rausgegekelt wird mit höheren Mieten. Es macht sicher viele Sachen einfacher. Und wir sagen immer, wir sind Detailhändler mit einem Immobilienportfolio. Und wir sind natürlich nicht umgekehrt. Es hat mir jemand geschrieben, es ist ein Immobilienportfolio, das auch noch als Warenhaus ist. Wir sind Detailhändler mit einem Immobilienportfolio. Okay. Und wir sind natürlich gleich verpflichtet, eine angemessene Rendite zu erwirtschaften für unsere Shareholders. Das heisst, so etwas wird nicht passieren wie jetzt bei Manor oder bei Jelmoli. Das wird in Bern nicht passieren. Wird nicht passieren. Jetzt gibt es ja irgendwie eine Marktlücke offensichtlich in Zürich ab nächstem Jahr. Wenn der Jelmoli auch noch zu ist, haben wir eigentlich nur noch Coop City und wir haben noch das Luxuswarenhaus Globus, über das müssen wir dann gerade auch noch reden. Nur noch das, da gibt es doch jetzt zwischendrin in Zürich ein riesiges offenes Geschäftsmöglichkeit. Also, Warenhäuser zu betreiben ist super komplex und sehr kostspielig. Wir fahren jetzt die Strategie, dass wir den Zürcher und den Winterthurer auf Bern holen wollen. Und wir haben gemäss unserem Kundenstamm, den wir haben, haben wir schon sehr viele Zürcher bei unserem Kundenstamm. In Zürich 56, auf Bern. 56 Minuten dauert die Zugfahrt von HB bis auf Bern. Ist also überhaupt also das heisst mit anderen Worten, Sie wollen Zürcher, die Wintertouren, wenn Sie nach Bern locken. Ganz genau. Dann machen Sie nächstes Jahr eine riesige Werbekampagne. Wir machen wenn die in Moli zugehen. Ganz genau. Es ist vorgesehen, dass wir Sympathiepunkte wollen, machen hier in Zürich. Und ich meine, man muss auch sehen, die Innenstädte sehen heute alle fast gleich aus von der Retail-Landschaft. Das ist ein guter Punkt. Darf ich das gerade vorlesen? Da hat ein Zuschauer geschrieben, was mich vom Lädchen abhält in den Innenstädten, ist die Uniformität. Egal ob Zürich, Frankfurt oder Stockholm, überall die gleichen Läden. Im Grunde ist es mir völlig egal, wo ich bin, alles ist gleich. Online hat man wenigstens mehr Auswahl. Und darum machen wir das in Bern eben ein anders. Dort haben wir eben noch den Löb. Und das ist unique. Und überhaupt der Lademix in Bern ist sehr spannend für einen Kunden. Sehr interessant. Jetzt reden wir noch schnell über Globus, der jetzt auch ein bisschen noch gerade in die Krise gerutscht ist. Man sagt, das hat alles keinen Einfluss. Der Besitzer da, der Herr Benko, hat das keinen Einfluss? Oder glauben Sie, es hat doch einen Einfluss? Die Besitzverhältnisse, die so undurchsichtig sind. Und man weiß nicht, inwieweit das noch auf Globus durchschlägt. Ich muss übrigens noch sagen, wir haben den Globus-Chef auch eingeladen an die Diskussion. Und er hat nicht wollen oder nicht können kommen. Jetzt müssen wir einfach über ihn reden, da er nicht selber da ist. Aber trotzdem, wie sehen Sie das? Also vielleicht im Grundsatz, man hat das operative Geschäft getrennt von der Immobilie. Die Immobilien haben jetzt ein Problem. Und das ist eine Chance für das operative Geschäft, weil man kann unter Umständen das Immobilien günstig wieder zurückkaufen. Das ist nicht das erste Mal. Wir haben viele Beispiele, wo so etwas passiert ist. Also von dem her würde ich das nicht also unbedingt das könnte ein Szenario sein, dass zum Beispiel die thailändische Gruppe, die Mitbesitzerin ist, dass die Immobilien kauft und zurückholt. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Das haben sie schon gemacht beim KDW. Ja. Es ist immer eine Frage, von, wie viel Kapital ist verfügbar. Das ist ein Kaufhaus in Berlin, oder? Das ist ein grosses, bekanntes und berühmtes Kaufhaus in Berlin. Wäre theoretisch möglich, wäre aber auch möglich, dass sie zusammen mit einem Investor das rauskaufen würden, wenn dann das auf den Markt kommen würde. Und jetzt habe ich gelesen, das Haus, das Globusgebäude hier in Zürich, sei mit 757 Millionen Franken in den Büchern. Wer immer das so genau herausgefunden hat, ist jedenfalls in der Zeitung gestanden. Sie sind Immobilienprofi. Ist das jetzt ein realistischer Wert? 757 Millionen Franken für das Gebäude hier an der Bahnhofstrasse? Vielleicht bei schönem Wetter, wenn alles stimmt, irgendwann einmal. Aber muss das Wetter schon gut sein? Es muss sehr gut sein, aber wenn man dann nicht viel Zeit hat, verkaufen muss, die Zinsen sind gerade deutlich höher als auch schon, dann, also bleiben wir beim Beispiel KDW, das ist etwa für die Hälfte verkauft worden. Okay, und das ist dann doch Berlin, doch noch ein bisschen grösser. Und das ist Berlin, also ein globaler Markt. Ja, aber jetzt könnte man natürlich das Gleiche machen, was man jetzt bei Jelmoli macht und bei Manor gemacht hat. Man macht einfach unten noch eine Verkaufsfläche, oder unten und der erste Stock und oben macht man Büro. Das wäre jetzt auch möglich. Sie haben doch vorher gesagt, mit Büro kann man vielleicht ein bisschen mehr rausholen. Ist das irgendeine Gefahr für die einen oder ist das die Zukunftsperspektive der Globus, dass am Schluss eben gleich nur noch zwei Stöcke hat und nachher oben durch noch Büro?
Die Umnutzungen sind extrem spezifisch auf ein jeweiliges Haus. Also, Globus hat eine super schöne Fassade, aber sie hat kein Fenster. Okay. Nur als Beispiel. Es wird ein bisschen dunkel für Büros. Und die Fassade jetzt zu verändern, die ist dann schnell einmal geschützt und so weiter. Also, jeder Fall muss separat beurteilt werden. Und natürlich, das gehört für einen Immobilieneigentümer zum Handwerk, dass er Potenzialanalyse macht. Aber ich denke, so wie jetzt gerade der Globus aufgestellt ist, gibt es nicht viele Alternativen, wo man da noch mehr kann. Büro kommt im Moment so nicht in Frage, so wie das Gebäude jetzt ist. Dann die Frage natürlich, die Sie eigentlich noch beantworten als Superspezialist in Sachen Warenhäuser, weil die Globus-Strategie ist, wir machen Luxus, Luxus, Luxus. Das ist jetzt das obere Segment, das wir ansprechen wollen. Geht das auf in Zürich? Der Kunde wird entscheiden, ob das aufgeht. Aus Retail-Sicht macht er einen sehr guten Job. Also ganz klare Positionierung, er zieht es konsequent durch. Und ich muss sagen, auch ich gehe ab und zu sehr gerne in Globus schauen und hole die Inspiration. Aber eben ist Zürich so international? Hat es genügend entsprechende Touristen zum Beispiel, die dann auch kommen? Eben Zürich ist nicht unbedingt Berlin, Berlin ist viel grösser und so. Funktioniert das mit Zürich? Also ich denke, Zürich funktioniert sicher eher als jetzt bei uns in Bern. Dort hat er auch ein anderes Sortiment. Ich würde sagen, Zürich ist ja global, ein bisschen weit. Und ich denke, er hat internationale Kundschaft hier in Zürich. Das kann funktionieren. Reden wir noch schnell über Deutschland und die Signa-Pleite. Dort wird es ja schwierig für Galeria Karstadt Kaufhof. Da gibt es sehr viele solche Filialen, ich glaube 98 Städte und eben auch kleinere Städte. Was passiert mit so kleineren Städten und auch den Immobilien von so kleineren Städten, wenn plötzlich in der Innenstadt das grosse Kaufhaus weg ist? Also ich glaube, die Immobiliensituation in Deutschland ist schon sehr schlecht dieses Jahr und wird es jetzt noch schlechter, wenn wir dann die Signa-Pleite haben. Also ein Teil von diesen Warenhäusern sind schon länger auf dem Markt und sind auch Umnutzungsprojekte. Ich mache ein Beispiel, da kommen Schulen rein. Also das sind wirklich ganz andere Konzepte, weil es auch in diesen jeweiligen Städten, das sind zum Teil kleine Städte, das sind auch Städte, die Einwohner verlieren. Ja. Das haben wir so nur wenig in der Schweiz oder gar nicht im Moment. Ja. Aber in Deutschland hat es Städte, die in Anführungszeichen am Sterben sind. Und dort hat man fast keine andere Chance als wirklich komplette Umnutzung. Von das heisst, in der Schweiz haben wir eine andere Situation, haben immer noch Zuwanderung, das wächst immer noch. Aber was passiert trotzdem auch mit so kleineren Innenstädten? Ich meine, dass die Bahnhofstrasse irgendwie immer attraktiv wird bleiben, irgendeine Art, ist schon klar. Aber wenn man jetzt mit kleineren Städten, von kleineren Städten redet, könnte die attraktiv bleiben oder wird es am Schluss sein, alles drängt am Schluss auf Bern, auf Zürich und vielleicht noch auf Basel und die kleineren Städte gehen die Innenstädte verödet. Und das hat natürlich dann auch einen Einfluss auf die Immobilienbewertung. Also ich würde behaupten, in der Schweiz haben wir so Distanzen, dass die kleineren Städte auch wirklich Chancen haben, dass man dort auch weiterhin sehr attraktiv wohnen kann. Und es sind auch verschiedenste Initiativen ja am Laufen, um die Innenstädte jeweils von diesen kleinen Städten oder kleineren Städten aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. In Deutschland ist es ein bisschen etwas anders. Wenn Sie eine Stadt sind, die mal irgendwie 100'000 Einwohner hatte und heute haben Sie noch 50'000 und so wie es ausgeht, werden Sie irgendwann 25'000, weil nur noch also niemand mehr dort wohnen will, dann ist das eine ganz andere Ausgabe. Dann sieht man das, was so eine Schrumpfung auch mit einer Stadt kann ausmachen kann. Noch schnell etwas, man hat ja jetzt gesagt, die Zusammensetzung verändert sich sehr von den Mietern auch an der Bahnhofstrasse. Jetzt kann ich plötzlich Auto kaufen an der Bahnhofstrasse. Früher ist man auf Gladbruck gegangen oder auf Schlieren das Auto kaufen. Jetzt kauft man das Auto an der Bahnhofstrasse. Ist das bei Ihnen auch ein Trend? Also beim Löb könnten Sie jetzt auch sagen, wir tun noch einen Teil, tun wir da noch eine Automarke rein. Ist das auch eine Idee? ist nicht vorgesehen, aber tatsächlich haben wir nächstes Jahr geplant, eine sogenannte Pop-up-Fläche zu machen mit einer Automarke. Okay. Also auch hier geht etwas zu Bern. Aber ist das nicht ein bisschen widersprüchlich? Also da haben wir doch eine rot-grüne Stadtregierung, die eigentlich am liebsten kein Auto mehr in der Innenstadt haben. Dafür schauen wir uns das Auto in den Warenhäusern an. Ja, das ist sehr speziell. Das ist doch eher speziell von dort. Vielleicht noch eine Frage zu den Shoppingcentern. Ist das eigentlich heute noch attraktiv? Also ist Shoppingcenter eine Alternative zu den Innenstädten? Oder nimmt die Attraktivität von Shoppingcentern auch ab? Also im Moment sind Shoppingcenter ein bisschen unser Bauchweh, das wir haben in der Branche. Sorgekind? Sorgekind, eindeutig. Es gibt im Moment fast keine Transaktionen in diesem Bereich. Ich glaube, europaweit im Moment etwa 5.
drei in Spanien und zwei in England. Und das ist dann eigentlich ganz in Europa. Also sehr illiquid im und würde man heute noch ein Shoppingcenter bauen? Baut irgendjemand noch ein Shoppingcenter? Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würde man nicht einmal die Investoren finden dazu. Unglaublich. Also der Kanal ist eigentlich auch weg. Also dann noch lieber in deiner Stadt als ein Shoppingcenter? Absolut. Absolut. Okay. Jetzt gibt es ja auch gewisse Initiativen, wie man grosse Städte noch attraktiver machen könnte oder wieder attraktiv machen. Nämlich, es gibt die Pläne, dass man in der Innenstadt könnte 52 Mal im Jahr Sonntagsverkauf zulassen könnte. Die Pläne kommen vom SECO, vom Staatssekretariat für Wirtschaft. Wir zeigen mal, was das SECO sich dabei überlegt hat und vor allem, wie die Branche reagiert. Gewerkschaften, die reagieren schon mal negativ, die wollen keine Ausweitung vom Sonntagsverkauf. Aber wieso soll man das eigentlich machen? Da kommen die entsprechenden Fragen. Wo soll es mehr Sonntagsverkäufe geben? Es gibt schon Ausnahmen, beispielsweise Tourismuszonen, Berggebiete, wo man speziell auf Touristen, die in diesen Berggebieten verkehren, denen ihre Bedürfnisse befriedigen kann, auch an einem Sonntag. Und jetzt geht es darum, etwas Analoges zu machen, beispielsweise für Quartiere in Städten, die auch internationalen Tourismus haben. Das heisst, es wäre eher ein Kopnix-Sortiment. Ich könnte mir vorstellen, eine Confiserie oder beispielsweise eben einen Uhrenladen, die könnten offen haben. Was nicht geht, wäre einfach das Coop und Migros in der Bahnhofstrasse, die einfach alles könnten anbieten. Was sagt die Branche? Ja, der Vorschlag des SECO ist überhaupt nicht zielführend, weil er sehr viele Sonderregelungen für den Detailhandel vorsieht, die andere Branchen, die am Sonntag auch arbeiten, nicht haben. Und wir wollen keine Wettbewerbsverzerrungen. Wir wollen, dass nicht nur Läden, die Luxusartikel anbieten oder internationale Kundschaft anziehen, können offen haben, sondern dass einfach der Detailhandel am Sonntag auch darf offen haben in der Tourismuszone. Gibt es eine Lösung? Wir müssen optimistisch bleiben. Die Vernehmlassung wird zeigen, was rauskommt. Wenn natürlich Kritik so vernichtend ist, plus nachher noch Kritik von den Gewerkschaften, dann ist es wahrscheinlich, dass gar nichts ändert. Und das wäre sicher schade. Also, Geschäfte offen haben in der Innenstadt vor allem für Touristen. Wollen Sie das in Bern? Also, das klingt sehr kompliziert. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das erfolgreich betrieben werden könnte. Genau, wie Sie müssen dann nachweisen, dass über 50% von Ihren Kunden Touristen sind. Ja. Und das müssen dann die entsprechenden Arbeitsinspektorate in den einzelnen Kantonen prüfen. Klingt alles relativ kompliziert, administrativ sehr hochstehend. Ja, bürokratisch. Und sind wir ehrlich, also jetzt gerade in Bern, ich kann für Bern reden, ich wäre froh, wenn ich 4 Sonntagsverkäufe im Dezember hätte. Und das wäre eigentlich völlig genügend. Eben interessanterweise haben Sie in Bern nur 2, ja. In Zürich haben wir 4. Ja. Ja. Also es sehr unterschiedlich. Und es unterscheidet sich auch noch von Stadt zu Stadt. Es geht nicht nur um den Kanton. Genau, das ist sehr unterschiedlich, ja. Wie sehen Sie das? Würde das mehr Touristen anziehen? Also, dass man einfach sagt, an der Bahnhofstrasse zum Beispiel, soll man 52 Mal im Jahr am Sonntag einkaufen. Eine Uhr kann man dann dort kaufen, eine gewisse Parfüm, teurere Läden. Einfach nicht die Güter des täglichen Bedarfs, sondern spezielle Sachen für Touristen. Also, wir haben ja schon Sonntagsverkäufe in den grossen Bahnhöfen und an den Flughäfen. Also, das ist einfach normal. Und natürlich zum Beispiel in gewissen eben St. Moritz, zusammen mit Tourismuszentren. Was ich problematisch finde, dass man das Angebot nur für Touristen und an sehr spezifischen Orten anbietet. Also Beispiel Bahnhofstrasse müsste man dann jeden zweiten Laden schauen, ob er jetzt noch dort reinpasst oder nicht. Und weil er Uhren verkauft, dann kann ich mir vorstellen, dass dann irgendwie der Kaffeehändler dann auch noch Uhren verkauft, damit er am Sonntag offen hat. Also ich glaube, es muss einfach logisch und nachvollziehbar sein. Und wahrscheinlich ist es auch etwas, wo vor allem die grossen Zentren betrifft, Zürich, Genf, und dann wird es aber schon knapp. Der NZZ hat geschrieben, der Vorschlag ist unbrauchbar, der Bundesrat muss nachbessern, herausgekommen ist ein regulatorischer Murks. Das sehen Sie auch so? Das würde ich so unterschreiben, genau. Also relativ schwierig, dass man das so durchziehen kann. Aber da kann man sagen, es passiert eh nichts. Also der Detailhandel will sie in dieser Form nicht, Gewerkschaften wollen es sowieso nicht, also gestorben. Gestorben? Ich glaube, wir müssen in eine andere Richtung diskutieren. Ein Retailer sollte dann auftun, wenn es für ihn rentabel ist. Mhm. Und im Moment ist das einfach noch unglaublich stark reguliert. Ich denke so an Kanton Bern. Wir haben jetzt gerade eine Pilotphase in der Stadt Bern,
die wir am Samstag bis um 6 Uhr offen behalten können. Unsere Nachbarkantone, also Aargau, Zürich, Solothurn, die haben schon länger die Regelung. Wir haben jetzt neu am 1. Dezember dürfen bis am Samstag um 6 Uhr offen behalten. Aber nur als Pilotphase und dann nur wird das mal ausgewertet? Dann wird es ausgewertet und wenn es verhebt und wenn das erfolgreich ist, dann könnte es bleiben. Wenn man weil jemand hat geschrieben, eben, online ist 24 Stunden offen und die haben das Problem, dass sie nicht einmal bis um 6 Uhr offen haben dürfen. Also genau. Schon speziell. Und eben so Fragen mit Sonntagen. Ich würde generell einfach mal die Öffnungszeiten liberalisieren. Und der Retailer tut dann auf, wenn es früher rentabel ist. Und der Sonntag ist ein sehr kostspieliger Tag zum Auftun. Wie man natürlich entsprechende Kompensationen muss zahlen, Mitarbeiter und Mitarbeiter. Schlussfrage jetzt, sind wir schon am Ende der Sendung, so schnell geht das, Eckert. Gibt es in 10 Jahren eigentlich noch grosse Warenhäuser in Innenstädten oder ist die Form von, sagen wir mal, von Konsumtempel gestorben? Ich glaube, in grossen Städten, wo man die Frequenzen hat, wird es die geben und die werden auch ein Erlebnis sein. Herr Christen, bei Leuten muss ich ja nicht fragen, oder? Ja, natürlich. Also die Warenhäuser, wie oft schon dort gesagt, haben es glaube ich schon mal gesagt. Und wir müssen uns immer wieder neu erfinden, dass wir eine Berechtigung haben, im Markt innen können zu bestehen. Also ist der Herr Christen, glaube ich, habe ich Ihnen Herr Löb gesagt. Kann ich Sie schon so identifizieren? Danke, also das war der Christen von Löb und das ist der Jan Ecker von JLL. Vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio. Und man kann natürlich über die Sendung weiter diskutieren auf LinkedIn und auch auf X. Jetzt folgt da auf SRF 1 Talkshow persönlich. Im nächsten Eco-Talk als Gast ein Bundesrat, nämlich der Bundesrat Albert Rösti. Es geht dann um Energiewende, es geht um AKWs, Solarexpress, der langsam nicht mehr so schnell vorwärts kommt, immer langsamer wird. Es geht um den Verkehr und natürlich geht es auch um die SRG. Das am nächsten Montag, dann eben aus Bern, kommt die Sendung. Dann. Ich hoffe, Sie sind am nächsten Montag auch wieder mit dabei. Bis dann, ganz eine gute Adventszeit.